Ja, liebe Kinder, liebe Erzieherinnen und Erzieher, heute ist ja der bundesweite Vorlesetag und Corona-bedingt können wir heute leider nicht in die Einrichtungen kommen. Und insofern habe ich eine Videobotschaft für euch vorbereitet, eine tolle Geschichte ausgesucht, die ich euch jetzt gerne vorlesen möchte. Die Geschichte heißt Die Kuh auf dem Baum und die Geschichte ist geschrieben von Dorothee Schmidt. Die Sonne scheint und Kuh Elsa grast wie jeden Tag gemütlich auf ihrer Weide. Sie hat den Kopf tief in einem Büschel Gras, als sie plötzlich gestört wird. Hallo Elsa, wie geht es dir heute? Fragt das quirlige Eichhörnchen namens Luzi, das sie jeden Tag besuchen kommt. Elsa schaut auf. Kauend und mit vollem Mund antwortet sie, Hallo Luzi, ja, es geht mir gut. Das Gras ist heute schön saftig und lecker. Elsa steckt den Kopf wieder ins Gras und isst weiter. Weißt du eigentlich, dass es unhöflich ist, mit vollem Mund zu sprechen, sagt Luzi zu Elsa und zeigt hektisch auf ihr Maul, dass seitlich noch die Grashalme und Spucke herausschauen. Ich habe aber tierischen Hunger, antwortet Elsa und isst weiter. Weißt du, wer uns heute besuchen kommt? Fragt Luzi aufgeregt. Doch Elsa antwortet nicht und hat den Kopf immer noch desinteressiert im Gras stecken. Heute kommen Lisa und Benno, erklärt Luzi, ihr fröhlich und hüpft wild auf und ab. Lisa ist die Tochter des Bauern, wo Elsa wohnt, und Benno ist ihr Hund. Immer wenn die beiden kommen, wird es wild. Benno jagt den ganzen Tag hinter Luzi her. Dass es richtig viel Spaß macht, sich auf dem Baum zu verstecken und ihn immer wieder auszutricksen. Sie springt vom Baum runter, spielt Verstecken mit Benno und rennt den Baum wieder hoch. Und da Hunde nicht klettern können, steckt Luzi ihm dann immer und immer wieder die Zunge raus. So auch heute. Als Benno über die Wiese rennt und Luzi entdeckt, flitzt er wie wild los und will sie fangen. Doch Luzi ist schneller. Sie rennt auf den Baum und versteckt sich vor ihm. Das macht so einen Spaß, ruft Luzi zu Elsa. Elsa ist davon immer genervt und sie will lieber ihre Ruhe. Doch dann plötzlich sieht sie, wie Benno jetzt auf sie zurennt. Hä, Moment mal, ich bin doch kein Eichhörnchen, ruft Elsa zu dem Hund und versucht hektisch wegzurennen. Elsa rennt zu dem Baum, auf den sich Luzi immer versteckt. Benno ist ja dicht auf den Fersen. Komm schnell, Elsa, komm hier hoch. Ich bin auf dem Baum, ruft Luzi und winkt ihr zu. Elsa nimmt Anlauf und sie springt. Geschafft! Elsa sitzt jetzt auf dem Baum. Ich hätte nicht gedacht, dass du auf den Baum hochkommst, sagt Luzi und muss lachen. Naja, so unsportlich bin ich nun auch wieder nicht, sagt Elsa. Und schaut sich an. Doch sie ist auch erstaunt, dass sie es geschafft hat. Immerhin ist sie doch ganz schön dick geworden. Warum war Benno heute hinter mir hier? Fragt Elsa Luzi. Luzi zeigt auf Elsas Schwanz. Dort hat Luzi ein Stück Wurst hingehängt. Warum hängt an meinen Schwanz ein Stück Wurst? Fragt Elsa Luzi. Luzi muss schmunzeln. Das habe ich dir drangehängt, weil du mir vorher nicht zuhören wolltest und wieder mal nur dein Essen im Kopf hattest, antwortet Luzi frech. Na, vielen Dank auch, sagt Elsa verärgert und macht sich die Wurst ab. Und wie komme ich da jetzt wieder runter, fragt Elsa und schaut ängstlich nach unten. Wir springen, antwortet Luzi. Bist du verrückt, fragt Elsa und klammert sich am Baumstamm fest. Luzi nimmt die Wurst und schmeißt sie weit weg. Benno rennt natürlich hinterher. Los, und jetzt du, sagt Luzi und zeigt ihr einen Ast, an dem sie sich abseilen soll. Elsa bewegt sich langsam zu dem Ast. Er biegt sich und sie klammert sich noch fester um ihn herum. Jetzt hängt Elsa am Ast und der Ast hängt schon auf halber Höhe am Baum hinunter. Dann bricht der Ast ab. Und Elsa plumpst den restlichen Weg auf den Boden. So,
Geschafft, ruft Luzi gut gelaunt. Von oben herunter und flitzt hinterher. Siehst du, das war gar nicht so schwer, sagt Luzi. Doch Kuh Elsa sieht das etwas anders. So etwas machen wir nie wieder, sagt sie mürrisch und geht zu der Stelle zurück, wo sie vorhin so gemütlich gegrast hat. Wenn du nicht mehr mit vollem Mund mit mir sprichst, mache ich das nicht mehr, antwortet Lucy und rennt fröhlich zu Benno, um ihn zu ärgern. Elsa grast wieder weiter und überlegt, ob sie das wohl einhalten wird.